Guten Tag, mein Name ist Thomas Bob und ich begrüße Sie bei Taipan TV. Heute geht es wie immer erstmal um den DAX und dann ist Dividende groß geschrieben. Da haben wir ja schon ziemlich viele Aktien vorgestellt, die Sie erwerben konnten, günstig, um sich eine sichere Dividende an Land zu ziehen. Heute habe ich eine weitere Aktie für Sie und zwar ist das ein US-Wert, der mittlerweile 6,38% Dividendenrendite bietet und das Schöne ist, er erreicht momentan eine sehr massive Unterstützungszone und ist damit eigentlich auch noch bereit für eine Gegenbewegung. Also bleiben Sie dabei. So, fangen wir mal mit dem deutschen Aktienindex an. Als erstes möchte ich mal zeigen, dass hier dieser Indikator, mein Gesamtmarktindikator, in den roten Bereich vorgestoßen ist. Und das passt natürlich ganz gut dazu, dass der DAX hier zurückgefallen ist in diesen massiven Widerstandsbereich, nachdem er ja kurzzeitig mal ausgebrochen war auf ein neues historisches Hoch. Also der DAX könnte also hier diese Supertrendlinie unterschreiten, ebenso wie die 50-Tage-Linie. Aber dann wird es interessant, nämlich bei 15.674 verläuft dieser sehr schöne Aufwärtstrend, der ja Teil dieses bärischen Aufwärtskeils ist. Und wenn ein Aufwärtskeil, das sage ich ja schon seit Wochen, nach unten verlassen wird, dann kommt es zu einer Bewegung, die theoretisch, muss man jetzt mal sagen, bis hierhin führen soll. Das wäre natürlich ein Punktestand von 13.000 Punkte. Wäre etwas utopisch, das zu prognostizieren. Ich würde jetzt erstmal sagen, wenn der DAX hier aus diesem türkisen Bereich rausfällt, dann wird er erstmal diesen im Bereich 15.000 vorstoßen oder hier bis zu diesem Tief bei 14.516. Aber sowas sage ich ja schon seit einiger Zeit. Was etwas dagegen spricht, ist der DAX, dass der DAX jetzt hier mittlerweile diese grüne Überverkaufssignallinie angesteuert hat. Und wir wissen ja, Sie wissen ja, wenn diese grüne Linie unterschritten wird und es kommt dann wieder vom Indikator zur Überschreitung dieser Linie, dann kommt so ein Long-Pfeil nach oben und da könnte dann die Bewegung nach unten schon wieder beendet sein. Was auf jeden Fall dazu passt, ist, dass der Three-Line-Break-Indikator schon in der letzten Woche auf Verkauf geschaltet hat. Wir haben jetzt hier den zweiten Kasten. Hier haben wir 3 Kasten gehabt, hier haben wir 5 Kasten gehabt. Die übliche Länge sind 7 bis 8 Kasten nach unten. Da ist also auch Platz in Richtung Süden. Aber wie gesagt, es hängt daran, dass dieser Aufwärtstrend erstmal in Kombination mit dem Supertrend-Indikator und der 50-Tage-Linie unterschritten werden muss. Das sind ja 3 charttechnische Bollwerke, die normalerweise eigentlich weitere Kursverluste dämpfen. Ja, das heißt stoppen. So, jetzt möchte ich mal wieder seit langem den FLD-Chart zeigen. Das ist ja ein Zyklus-Chart. J.M. Hirst hat dieses System entwickelt. Man nimmt den DAX und versetzt sie um die Hälfte eines gefundenen Zykluses plus einen Tag in die Zukunft. Das heißt, das ist der DAX-Schlusskurs. Und er ist um 35 Tage in die Zukunft versetzt worden. Bedeutet, ich habe einen Zyklus gefunden von 68 Tage, den nimmt man durch 2 und dann hat man eine Versetzung um 35 Tage. Wenn es zu einer Kreuzung des DAX mit diesem Indikator nach unten oder oben kommt, dann nimmt man den Abstand vom Hoch zum Tief und prognostiziert das, dann spiegelt das nach unten und da sehen wir, dass dieses Ziel hier in der letzten großen Korrektur genau erreicht ist. Wieso zeige ich diesen Chart? Ganz einfach, wir nehmen jetzt mal an, wir wissen, wir hätten diese Sache prognostiziert. Ich habe den Chart jetzt nach langem wieder mal vorgeholt. Und dann machen wir jetzt mal eine Aufwärtsprognose aus der Vergangenheit, weil der DAX ja über diese FLD-Linie gestiegen ist. So, und jetzt kommt's. Achtung. Der DAX sollte, wenn das der Fall ist, ich habe es selbst nicht geglaubt, als ich es jetzt gesehen habe, aber der DAX sollte bis 16.429 Punkte maximal steigen.
hat vorher schon nach unten abgedreht. Also auch hier hat diese Systematik nicht ganz, aber ziemlich gut, hätte die funktioniert, wenn ich mich drauf verlassen hätte. So, jetzt zeige ich mal, was passieren wird, wenn der DAX unter diese rote Signallinie wieder fällt. So, dann nehmen wir mal an, der DAX würde die nächsten Tage diese Linie kreuzen. Dann hätten wir ein Abwärtsziel laut dieser Systematik bis auf 15.079 Punkte. Also das Ding heißt Hurst's FLD-Linie, Future Line of Demarcation. Wir werden sehen, ob der DAX diese Linie unterschreitet. Wenn die Linie unterschritten wird, haben wir hier ein Abwehrziel, was hier unten liegt. Aber noch ist es ja schließlich nicht so weit. Es ist auch keine Prognose. Ich will nur mal zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich so einen Indikator teste. Der hat also in der Vergangenheit ziemlich oft funktioniert. Wenn der DAX jetzt runterfällt, werden wir sehen, ob daraus wirklich eine Möglichkeit ist, dass man das wirklich prognostizieren kann. Zumindest würde es zu diesem Abwärtsziel bei knapp 15.000 Punkte hier, 14.500, 15.000 Punkte passen. So, ich könnte zum DAX jetzt ja noch mehrere Systeme, die ich hier so halbwegs entwickelt habe oder die von irgendjemand anders übernommen sind, zeigen. Ich zeige jetzt nochmal ein weiteres System, Moody's CCI. Ich erkläre jetzt nicht, was das bedeutet, aber dieses Signal gibt etwas zu denken. Der hat nämlich der Woody's CCI-Indikator einen Short-Einstieg gegeben und diese grüne Linie ist auch unterschritten. Das heißt, es könnte wirklich ein entsprechendes Signal in die richtige Richtung, nämlich Richtung 15.000, 115.000 Punkte kommen. Aber das ist jetzt mal ein System, was ich vielleicht in einer der nächsten Ausgaben zeige. Das gibt es übrigens bei Taipan ebenfalls im Chartmodul CCI nach Woody. So heißt das Ganze. Kann man sich diese Chartvorlage aufrufen. So, und jetzt kommen wir zu der Dividendenaktie, die ich heute dabei habe. So, hier sehen wir den Chart von Walgreens Boots Alliance Incorporated, WBA ist der Kürzel, ist eine Apotheke, Drogeriekette in den USA und die bietet mittlerweile, dadurch, dass sie halt jetzt schön gefallen ist, eine Dividendenrendite von, Achtung, wie ich schon angesprochen habe, 6,4% hier unten. 1,92 Dollar bezahlt das Unternehmen im ganzen Jahr und ich habe jetzt hier mal, wo haben wir es? Hier habe ich jetzt mal, habe ich mir mal die Dividendenliste aus der TWS rausgeholt und da soll es 48 Cent geben im Juni, wenn man am 19. Mai die Aktienbestand hat. Das ist natürlich jetzt für uns Schnee von gestern. Für uns kommt dann der 17. August in Frage. Das heißt, wenn die Aktie noch etwas weiter abgibt und die Unterstützung erreicht, dann wäre das doch ein Dividendenkauf, weil in diesem Bereich hier um 28 Dollar verläuft nicht nur diese Unterstützungslinie, sondern auch diese grüne Unterstützungszone. Und da könnte die Aktie in der Tat stoppen und eine Kehrtwende hinlegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Aktie diese obere Linie wieder überschreitet. Dafür müsste die Aktie um mindestens 20% steigen. Aber ein bullischer Abwärtskeil wird in der Regel nach oben verlassen. Und das wäre dann hier vielleicht ein günstiger Einstieg, nicht nur auf eine Trendwende bei dieser Aktie zu setzen, sondern auch noch sich eine, wie man sieht, steigende Dividende, das sind die Dividenden, die Quartalsdividenden, zu sichern mit einer Dividendenrendite von über 6,4%. So, meine Damen und Herren, das war's wieder aus Bobs Börsenecke bei Taipan TV. Ich habe es versucht, kurz und bündig zu machen. Der Film ist dann doch fast 10 Minuten geworden. Wie gesagt, beim DAX soll es etwas weiter nach unten gehen. Das Ziel ist bekannt. Der DAX muss erst die zwei charttechnischen Bollwerke unterschreiten. Wer auf Dividendenwerte setzt, der kann einsteigen bei dieser Aktie. Ich zeige jetzt hier nochmal die Tabelle, die ich bisher abgehandelt habe. Allianz, Ares, Amor,
BMW hatten wir nicht. Wir haben auch Camping Holding mal vorgestellt als Optionsstillhaltersache. DWS hatte ich vorgestellt, die Freenet, die Hochtief AG, Horizon Technologies, Imperial Brands, und das sind die Sachen, die ich heute habe. Die drei Aktien habe ich noch, BMW, Orchid Island und Pizza Pizza, und dann auch noch Boston Pizza habe ich auf dem Plan, irgendwann mal vorzustellen. Aber die sind noch nicht so weit, dass ich sie hier per Chart präsentiere. Also in der Vergangenheit wurden alle anderen Werte in den entsprechenden Specials, in den entsprechenden Wochenausgaben in der ersten Kalenderwoche vorgestellt. Also wer sich nochmal schlau machen will, sollte im YouTube-Kanal die entsprechenden Filmchen anschauen. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.